Hallo liebe Filmfans und fucking Freaks, willkommen zu einem neuen Update-Video. Es hat sich wieder einiges angehäuft und ich muss dazu gestehen, es ist endlich mal wieder ein bisschen was an Steelbook-Ware dabei. Also nicht mehr nur Anime, sondern auch mal Steelbooks wieder. Ja, fangen wir mal an mit, jetzt muss ich gerade gucken, womit fange ich denn mal an? Ja, fangen wir mal an mit diesem Stapel hier, muss ich mal kurz aus dem Kamerabild verschwinden. Und zwar habe ich mir bei eBay geschossen für einen richtig guten Kurs das UK Import Steelbook von Blade. Freigabe 18 mit deutscher Tonspur. Richtig geil. Jetzt habe ich endlich komplett die Blade Trilogie komplett auf Blu-ray im Steelbook. Richtig geil. Es gibt ja auch das deutsche 4K Steelbook, aber ich finde das Cover einfach besser. Und auch eine richtig coole Prägung hier vorne. Und Hammer. Also auch für den Preis, ich habe es glaube ich bezahlt mit Versand. Ich glaube 20, 25 Euro, wenn ich jetzt nicht ganz, ich meine es 25 Euro. Aber mich richtig cool. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel das 4K Steelbook heutzutage kostet. Naja. So, dann geht es weiter mit einem Steelbook, was ich im Doppelpack zusammen noch mit einem Film geholt habe, welches ich gleich nochmal eben hochhalten werde. Und zwar ist das hier die Kimchi DVD Exclusive Limited Lenticular Edition von It Follows. Da habe ich jetzt einfach meine deutsche Blu-ray mit reingepackt. Aber das Ding ist so genial. Das Steelbook selber wird natürlich noch in einem separaten Steelbook Special, welches ich ja noch weiterführen muss, bei dem Buchstaben I der Einzel-Steelbooks weiter nähergehend vorgestellt. Aber allein das Lenti finde ich schon richtig cool. Und richtig, richtig klasse. Ich kann es ja auch schon mal eben einmal mal hier mal kurz zeigen. Und zwar sieht das Steelbook so aus. Richtig cool. Ist auch komplett Hochglanz. Auch mit Prägung. Richtig cooles Teil. Aber wie gesagt, das gibt es nochmal dann detaillierter bzw. ein bisschen genauerer in eben halt dann dem Steelbook Special des Buchstabens I der Blu-ray Einzel Steelbooks. Jetzt muss ich gerade eben gucken, dass ich das jetzt wieder ordentlich hier reinkriege. So. Auf jeden Fall für einen richtig guten Kurs das geschossen. Und zwar zusammen mit diesem Steelbook hier. Das ist der Frankreich im, ich glaube, das ist der Frankreich im, ja, Frankreich Import von Osiris, beziehungsweise der deutsche Titel war, glaube ich, The Osiris Child. Hier Blu-ray und DVD im Steelbook. Habe ich jetzt auch einfach meine deutsche Blu-ray reingetan. Und was ich jetzt, wie gesagt, für das und plus für das Osiris Steelbook plus das It Follows Steelbook bezahlt habe, kann ich jetzt echt nicht meckern. Also richtig klasse Preis. Und auch das Steelbook finde ich richtig klasse. Ist natürlich wieder blöd, weil eben halt hier der französische Untertitel ist. Aber richtig cool. Ich wusste noch nicht mal, dass es von dem Film überhaupt ein Steelbook gibt. Von daher ist es nicht verkehrt. Dann kommen wir noch mal zu einem Anime-Klassiker, den ich mir auch richtig günstig in den Blu-ray Steelbook geschossen habe. Und zwar Akira. Freigeben ab 16. Hier wie gesagt im Blu-ray Steelbook. Richtig klasse. Und wie gesagt auch für den Kurs, das war auch mal richtig teuer, das Teil. Am Steelbook nichts dran, an der Disc nichts dran. Richtig, richtig cool. Und ist ein absolutes Must-Have für Anime-Sammler bzw. Anime-Fans. Der Film, echt einfach nur genial. So, dann hatte ich noch bei Amazon mir bestellt, natürlich, ich hoffe, da wird es auch Volume 3 und 4 noch davon geben, beziehungsweise die restlichen Folgen von Pydex, und zwar Volume 2 von Thundercats, freigegeben ab 12. Noch niegelnagelneu eingeschweißt, ich bin bisher noch nicht mal dazu gekommen, das erste Volume mir komplett anzugucken. Ja, ist eben halt arbeitstechnisch nicht so einfach, aber naja. Aber hier Volume 2, Thundercats, die zweite Hälfte der ersten Staffel auf DVD. Wie gesagt, ich hoffe, der Rest der Folgen kommt auch noch, hoffe ich. Aber wird man sehen. Also ich habe letztens mal bei Pydex geguckt, da haben sie, glaube ich, die Veröffentlichung von jetzt August bis Dezember, glaube ich, haben sie da reingestellt. Und da war von leider von Thundercats nichts mehr zu lesen.
Wie gesagt, ich hoffe, das kommt dann noch, der ganze Rest. Ich hoffe es einfach mal. So, dann kommen wir zu, machen wir mal den Stab hier, zu einem Trödelmarktbesuch. Wo ich mal wieder immer eine längere Zeit auf dem Trödelmarkt war, wo mal wieder Trödelmärkte jetzt stattfinden. Und zwar habe ich beim Stand, den ich den Händler auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe, habe ich den das erste Mal jetzt wieder gesehen und da habe ich mir 4 Blu-rays geholt. Und zwar zum einen auf Blu-ray Space Prey, der Kopfgeldjäger, freigegeben ab 16, wobei das natürlich ja absolut Knaller ist. Ich habe den Film so auf DVD gehabt, ist jetzt bisher so gesehen abgegradet. Der Witz ist nur, wenn man jetzt die Blu-ray reinschmeißt, kommt erstmal, auf dem Cover steht Space Spray. So, dann schmeißt man die Blu-ray rein, im Hauptmenü steht Space Wars. Ist ja schon mal das Geilste. So, dann startet man den Film und dann kommt der Originaltitel Hunter Prey. Finde den Fehler. Naja, aber egal. Auf jeden Fall 3 Euro, kann ich nicht meckern. So, dann habe ich mir auch auf Blu-ray da bei dem Stand noch geholt. Als England-Import mit deutschem Ton Interview with the Vampire, beziehungsweise Interview mit einem Vampir. Freigegeben ab 16 hier in Deutschland, in England ab 18. Aber wie gesagt, hier mit deutschem Ton, auch an der Blu-ray nichts dran, an der Hülle nichts dran. Kann ich absolut nicht meckern. Dann auch wieder ein Upgrade von DVD auf Blu-ray, Chuck und Larry. Zum Film brauche ich großartig nichts sagen, der ist einfach nur Granate. Und wie gesagt, hatte den Film auf DVD, jetzt auf Blu-ray, top. Und dann auch noch als, ich glaube sogar Amerika-Import. Ja, Amerika-Import lässt sich aber auf dem deutschen Player abspielen. A Few Good Men, beziehungsweise eine Frage der Ehre. Jetzt habe ich sogar wieder Freigaben vergessen. Chuck und Larry war, glaube ich, auf 12, ne? Ja, Chuck und Larry ist auf 12. Und A Few Good Men, beziehungsweise Frage der Ehre, ist, glaube ich, auch ab 12, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin. Aber auch richtig klasse Film mit Tom Cruise. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier pro, für die 4 Blu-rays, pro Blu-ray 3 Euro. Kann ich jetzt echt nicht meckern, sagen wir es mal so. So, dann, das muss ich gerade mal gucken, dann. Ja, genau, dann machen wir mal hier noch mit weiter. Und zwar hatte ich dann noch ein Angebot bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und zwar habe ich mir dann für 11 Euro geschossen das Future Pack von Volcano, freigeben ab 16, glaube ich, ist ja sogar. Klasse Film, hatte ich da als normale Blu-ray am Array, wird natürlich jetzt dann aussortiert. Oder beziehungsweise, wird schon aussortiert. Richtig klasse. Zwar ohne Prägung, aber mit einem guten Glanzeffekt. Und wie gesagt, für 11 Euro kann ich jetzt absolut nicht meckern. Dann habe ich auch noch mir bei Amazon bestellt, wobei ich da jetzt letztens erstmal gesehen habe, dass, glaube ich, der jetzt nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche schon im Free TV kommt, was ich sehr schnell finde eigentlich. Und zwar ist das der zweite Film von My Hero Academia, Heroes Rising. Freigeben ab 12. Ich bin ja wirklich wie im Moment auch so ein Anime-Trip. Und My Hero Academia ist eine richtig klasse Serie. Und auch der Film, der ist so klasse animiert. Mega. Also ich fand den richtig klasse. Und wie gesagt, ich habe jetzt letztens bei ProSieben Max gesehen, da kam wieder, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Anime da kam. Dann habe ich im Videotext geguckt und ich meine, da steht der drin, jetzt übernächste Woche, dass der da im Free TV kommt. Und da habe ich mir gedacht, okay, der ist doch noch gar nicht so lange auf Blu-ray jetzt raus, auf die Blu-ray DVD. Klasse, also wie gesagt, Anime-Fans, beziehungsweise My Hero Academia-Fans, richtig geiler Film. Gibt es auch ein Steelbook von, muss ich aber nicht unbedingt haben, weil sonst hätte ich mir auch vom ersten Film das Steelbook nachholen müssen. Das kriegt man so gut wie nicht mehr und wenn man es kriegt, ist es nämlich richtig teuer. Aber hier My Hero Academia, Heroes Rising, richtig klasse.
Also, ich fand den richtig klasse, den Film. So, dann geht es weiter mit. Ja, erstmal damit. Und zwar habe ich mir noch bei, auch bei eBay Kleinanzeigen, noch zwei Sachen geschossen. Und zwar einmal für 8 Euro im Steelbook den Film I Am a Hero. Freigeben ab 16 und der Film ist sowas von der Knaller. Ich hab den abgefeiert hier zu Hause. Ich hab echt Scheiße geschrien, wie geil ist der denn? Richtig klasse japanischer Zombie-Film. Richtig, richtig klasse. Hat zwar so ein paar Stellen, wo ich mir denke, so, okay, Dawn of the Dead etc. lässt grüßen, aber richtig, richtig cool. Und Hammer, Hammer. Hier hat hier Blu-ray und DVD drin. Leider nichts an Extras, außer ein Poster. Aber für 8 Euro, was will ich mehr? So, dann habe ich mir bei eBay auch noch geschossen, wobei das muss ich zu ein bisschen mehr noch ausholen. Und zwar hier das Future Pack von einem weiteren Anime-Klassiker, Ghost in the Shell. Freigeben ab 16. So. Der Verkäufer bei eBay hatte das reingestellt, erst als Blu-ray Metal Pack. Dann hat er ein Foto von der, dann hat er, das war niegelnagenau genau eingeschweißt. Hier unten bei der Banderole, die ja dann komplett rum ist, das Backcover, war aber dann DVD zu lesen. Da habe ich ihn gefragt, ist das ja jetzt ein DVD-Steelbook oder Blu-ray? Und dann hat er dann gesagt, oh, was habe ich denn da geschrieben? Nee, ist DVD. So, er hat aber Blu-ray-Größe. Man sieht es ja auch. Es ist immer Blu-ray-Steelbook bzw. Metal Pack, Future Pack Größe. Habe ich dann gedacht, komm, scheißegal, du kriegst das Blu-ray-Metal Pack sowieso nicht mehr. Holst dir das, weil für den Kurs, drauf Punkt, Punkt, Punkt. Holst dir das. So, und dann habe ich durch Zufall einen gesehen, der hatte nur die Blu-ray zu verkaufen bei eBay Kleinanzeigen. 3 Euro. War, glaube ich, die 25-Jahr-Edition. Aus dem Mediabook. Ich glaube, da gab es ein Mediabook von. Oder so ein Digibook oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann einfach hier so einen Klebebutton reingemacht. Da ist jetzt die DVD und die Blu-ray von Ghost in the Shell drin. Und allein das Cover, richtig klasse. Und der Film, boah, zum Film brauche ich gar nichts sagen. Das ist einfach ein Anime-Klassiker, der es sich wirklich lohnt. Den es sich lohnt anzugucken. Das ist wirklich ein richtig, richtig geiler Anime-Klassiker. So, dann geht es noch ein bisschen weiter mit Anime. Und zwar habe ich mir auch noch für einen richtig guten Kurs geschossen. Die Gesamtedition von High School of the Dead, freigegeben ab 16 auf Blu-ray. Ist eben halt auch so ein bisschen angelehnt an Night of the Living Dead bzw. Dawn of the Dead etc. Aber ich hab die Serie noch nie ganz gesehen. Aber nochmal schöne Grüße an Andreas. Mein Kompagnon, der mir ja auch ab und zu, was heißt ab und zu, der mir ja regelmäßig was schickt. Der hat die Serie selber zu Hause und er sagt, die ist mega. Und für den Preis, was ich da jetzt für bezahlt habe, ich glaube, bei Amazon kostete die knapp 50 Euro und ich habe, glaube ich, jetzt 15 Euro weniger bezahlt mit Versand. Also von daher, zwar nicht mehr neu, aber nichts dran und komplett auf Blu-ray High School of the Dead. Richtig klasse. So, dann kommen jetzt noch zwei Stapel, beziehungsweise ein Pack und noch ein kleinerer Stapel. Zum einen auch noch eine Anime-Serie, wo ich auch schon ein bisschen länger doch noch hinterher bin, beziehungsweise ich angefixt wurde durch ProSieben Max, weil die da als Free-TV-Premiere lief. Und zwar ist das hier Volume 1, wohlgemerkt, auf Blu-ray von Darling in the Franxx, freigegeben ab 16, noch niegelnagelneu eingeschweißt. Und das Ding kostet teilweise über 150 Euro. Mit Sammelschuber, weil es ist ja immer diese Sache von wegen Sammelschuber sind ja so selten, bla 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 bla. Mit welchem Recht man dann so einen Preis verlangt, weiß ich nicht, aber ist egal. Ich habe auf jeden Fall keine 150, 120, keine 100 Euro dafür bezahlt. Ich habe weniger dafür bezahlt.
Hammer. Also, dass ich ja für den Preis so rangekommen bin, mega cool. Und wie gesagt, jetzt fehlen natürlich noch Volume 3, 2 bis 4. Also, Volume 1 ist ja hier drin, also fehlen noch Volume 2 bis 4. So. Aber die kriegt man alle einzeln bei Amazon noch etc. Und von daher mache ich mir da jetzt keinen Kopf. Die werden sich nach und nach geholt. Ist eben halt wie bei My Hero Academia Staffel 2. Da habe ich jetzt auch Volume 1 und 2. Sprich, mir fehlt noch Volume 3 bis 5. Also von daher, das wird schon. Und wie gesagt, jetzt hier Darling in the Franxx. Fand ich eine richtig klasse Serie. Also muss ich ehrlich sagen. So, dann kommen wir noch zu einem... zu einem Online-Kauf, den ich noch getätigt habe, was aber auch nicht nichts großartig ist, beziehungsweise nicht nichts Weltbewegendes ist. Und zwar habe ich einmal, was heißt Online-Kauf? Ein Artikel bei, den hat ein Kumpel von mir mitgebracht, weil er den doppelt gekauft hatte, eigentlich für einen anderen Kumpel, der den aber jetzt doch nicht haben wollte. Und da habe ich gesagt, komm, für 5 Euro nehme ich es dir ab, gar kein Thema. Und zwar einmal, also nicht das jetzt, was für 5 Euro, sondern das habe ich mir jetzt so bestellt. Mal wieder ein Mediabook. Und zwar vom Film The Wanderers, freigegeben ab 16, hier im Preview-Cut. Ich finde das Mediabook einfach nur klasse. Allein immer diese Optik von der Jacke etc. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich habe mir den dann das erste Mal reingezogen. Es ist jetzt kein typischer irgendwie Splash. Es ist jetzt kein Splatter oder hast du nicht gesehen. Aber ich finde, der Film hat irgendwie was. Und wie gesagt, allein das Mediabook finde ich schon klasse. Also von daher kann ich ja jetzt echt nicht meckern und ich habe eben halt da echt einen Apfel und ein Ei für bezahlt, so gesehen. So, dann eben halt zu dem Film, den ein Kumpel mitgebracht hat. Und zwar hatte der für einen anderen Kollegen gekauft den Film Die Todeskandidaten auf Blu-ray im Steelbook. Wollte der andere dann aber nicht mehr haben. Und da habe ich gesagt, komm, was hast du dafür bezahlt? Ja, ich glaube 5,99. Ich so, ja komm, ich gebe dir 5 Euro glatt, dann ist es meins. Dann hat er gesagt, ja komm, 5 Euro, scheiß drauf. Hatte ich ja auf DVD, kann ich jetzt also so gesehen nicht entwerten, aber kann ich jetzt abgeben und habe dann jetzt das Blu-ray-Steelbook, ist sogar noch nie genau neu eingeschweißt. Wie gesagt, ich komme momentan nicht wirklich was zum Gucken, aber für den Preis kann ich echt nicht meckern. So, dann haben wir hier den zweiten Teil von Occupation, der den deutschen Titel trägt. Project Rainfall, freigegeben ab 16. Todeskandidaten im Übrigen, freigegeben ab 18. Der war ja vorher auf dem Index. Finde ich einen richtig klasse australischen Sci-Fi-Film. Also, ich fand Occupation schon gar nicht mal schlecht. Und den finde ich sogar wirklich noch einen Ticken besser. Gut, hat natürlich jetzt nicht so, so eine... ist natürlich jetzt nicht so eine High-Budget-Produktion wie Independence Day oder keine Ahnung. Aber ich fand den Film richtig cool. Und kann ich echt nicht meckern. Also dann fand ich schon richtig, vor allen Dingen auch die ganzen Darsteller aus dem ersten Teil wieder dabei. Bis auf einen, der, ich weiß gar nicht, ob der ausgetauscht wurde oder ob der, weiß ich nicht, auf jeden Fall, der hat nicht mehr mitgespielt. Aber sonst richtig cool. Gut, bei diesem außerirdischen Charakter hier habe ich erst gedacht, okay, haben sie sich voll vom Predator abgeguckt, aber mein Gott, wurscht. Aber richtig cool. Und also ich fand ihn klasse. Gibt es ja auch noch, glaube ich, ein Mediabook von, wo aber nicht der erste Film mit drin ist, sondern noch irgendein anderer Film. Ich weiß jetzt nicht genau welcher, aber wurscht. So, dann kommen wir noch zum Film auf Blu-ray. Shadow in the Cloud, auch freigegeben ab 16. Ich fand den Film klasse. Alleine auch so ein bisschen der Soundtrack, den fand ich schon cool. Gibt es auch ein Mediabook von, wollte ich aber nicht mehr haben, weil ich will wirklich nicht mehr so dieses ganze Mediabook-Zeug etc. pp. Das muss ich alles nicht mehr haben. Und mir reicht hier völlig die normale Blu-ray-Amaray. Und von daher, wie gesagt, der Film, ich fand den echt gut. Es war jetzt kein so ein richtig Oberknaller, aber man kann sich das auf jeden Fall gut angucken. Und auch von der Machart ist er richtig gut. Und alleine Chloe Grace Moritz
Richtig gute schauspielerische Leistung. Kann ich echt nicht meckern. Also kann man sich wirklich gut angucken. Shadow in the Cloud. So, dann zu guter Letzt, was Blu-ray technisch angeht. Ich habe gleich noch zwei Sachen, die ich mal kurz nochmal vorstellen möchte. Aber dazu kommen wir gleich. Und zwar habe ich hier auf Blu-ray noch den Film Iron Mask. Freigeben ab 12. Das ist die Fortsetzung von dem Film Fluss der Dämonen. Ja, ist mit, genau, Fluss der Dämonen mit, wie heißt der noch? Jason Fleming, genau. Ich fand den Film richtig cool. Sehr viele haben ja auch gesagt von wegen, oh, toll, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, die kommen ja nicht so oft vor. Aber ganz ehrlich, so derbe kurz, wie es mal angekündigt war, kommen die gar nicht drin vor. Ich find's echt gut gelöst. Und wie gesagt, der Film, mega. Gibt es, glaube ich, auch ein Mediabook von. Musste ich aber auch nicht unbedingt haben, weil das ist Kochfilms. Ja, das ist Kochfilms. Und Kochfilms ist ja, ich sag mal, klein Mediabookgröße. Von daher reicht mir auch hier voll und ganz die Blu-ray Amaré und Iron Mask hier auf Blu-ray. Ist ein richtig guter Film, kann man sich wirklich gut angucken. Wie gesagt, für Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger Fans sowieso ein Must-Have, von daher. So, jetzt kommen wir zu guter Letzt zu den zwei Sachen, die ich noch eben kurz euch zeigen muss, die ich mir auch richtig günstig bei eBay Kleinanzeigen noch geschossen habe. Und zwar sind es natürlich mal wieder zwei Transformers-Figuren. Ich bin ja so ein kleiner Transformers-Freak, aber naja. Jetzt muss ich gerade genug gucken, dass ich die heil hoch bekomme, wenigstens die eine. Und zwar haben wir hier einmal, ich weiß jetzt aber nicht genau, welche Firma das ist, Bruticus. Aber in der normalen Größe, den gibt es wohl auch von Jinbao in einer Oversized Version. Beziehungsweise er heißt ja nicht Bruticus, sondern er heißt Warbotron. Aber richtig cool. Wie gesagt, hat jetzt glaube ich genau die gleiche Größe wie jetzt mein Preda King. Richtig, richtig cool. Die Waffe muss ich ein bisschen festhalten, weil die hat er nicht so richtig fest in der Hand. Aber ist zwar auch jetzt nicht 100% Serien- bzw. Generation 1 akkurat, aber ich finde das Ding schon richtig cool. Und er hat was. Also wenn man jetzt sich so hochhält. Wie gesagt, es gibt noch eine Oversize-Version, die ist noch zwei Köpfe größer wie der. Aber die kriegt man hier in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Und von daher finde ich diese Figur bzw. diese Version richtig, richtig cool. So, und dann kommen wir noch zu einer Figur, die ich immer zusammen mit dieser im Pack geschossen habe. Die ich sogar noch geiler finde, aber egal. Das ist, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich ihn richtig hochkriege. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen von der Firma richtig im Kopf. Ich glaube, Jiang oder Jin Jiang, irgendwie sowas. Jet Commander. Bei den Transformers, richtig, heißt er Superion. Richtig, richtig geile Figur. Also, ohne Flachs, das einzige Manko, was bei diesen Figuren bei war. Die kam auch noch in Originalverpackung. Bruticus leider nicht mehr, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe aber einen Amerikaner gesehen bei YouTube auch. Der hat die komplett alle einzeln zusammengebaut und hat auch gesagt, bei jeder einzelnen Figur ist nirgendwo eine Anleitung bei, wie man die zusammenbaut. Also beziehungsweise transformiert, beziehungsweise in Superion zusammenbaut. Aber anhand seiner Anleitung habe ich das eben halt auch zusammengebaut. Und es ist eigentlich nicht so schwer. Aber eine richtig, richtig geile Figur. Und wie gesagt, nicht gerade klein. Wenn ich jetzt mal gucke, dass ich jetzt hier... der ist auf jeden Fall zwei Köpfe größer wie Bruticus. Und richtig, richtig klasse. Das Einzige, was leider wohl passiert ist, ich weiß nicht, ob das beim Versand war etc. Eigentlich hat hier der Arm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Autobots, den Namen, der hat ja eigentlich hier noch so eine, ja, ich sag mal, Heckflosse vom Jet Mode. Da ist leider die Halterung gebrochen.
Da muss ich mir noch irgendwie was überlegen, dass man das wieder reinkriegt, aber ich glaube, das müsste ich irgendwie wieder hinkriegen oder müsste man wieder hinkriegen. Mal schauen. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Von daher, ich habe auch wirklich einen super Preis für beide zusammen bezahlt. Kann ich nicht meckern. Und hier, wie gesagt, Superion in einer richtig, richtig klasse Figurgröße. Der wiederum passt so jetzt zu meinem Oversized Devastator. Richtig cool. Das, was ich sogar noch geiler fand, und zwar der Vorbesitzer. Ich glaube, die sind nämlich von vornherein nicht so. Und zwar sind die Beine eigentlich mit der Fliegeroptik nach vorne bei dieser Figur. Das haben aber alle Besitzer wohl oder alle, die bei YouTube auch solche Videos gemacht haben in Amerika etc., haben das anders gemacht. Und zwar haben die hier die Beine, haben die unten abgeschraubt, dann haben die Halterung umgedreht, sodass das Generation 1 akkurat so aussieht. Und das hat der Vorbesitzer anscheinend schon gemacht gehabt, von daher fand ich das richtig cool. Und wie gesagt, die Figur, ich finde die Hammer, ich finde die richtig geil und mega. Also für Transformers-Fans finde ich das richtig, richtig klasse. Also wirklich richtig geil. So, das war dann mein... Oh, komm mal da. Doch, bist du in den Schwitzen? Das war dann mein neuestes Update-Video. Wie gesagt, es hat sich wieder ein bisschen angehäuft. Aber auch Gott sei Dank mal nicht wieder so viel Anime. Jetzt hoffe ich, dass jetzt am 29. August, das ist jetzt kommenden Sonntag, also jetzt nicht diesen Sonntag, sondern kommenden Sonntag, dass dann wieder bei uns in Steinfurt, beziehungsweise bei was uns, das ist 15 Minuten von mir zu Hause weg, ist wieder ein Trödelmarkt. Und da wird auch mein Bekannter da sein, der auch nebenbei ja Filme verkauft. Ich hoffe, dass ich da auch wieder mal ein bisschen fündig werde und ja, einfach mal wieder ein bisschen Trödelmarkt schnuppern etc. Trödelmarkt Luft schnuppern. Ja, und dann hoffe ich ja, dass am 12.09. die Filmbörse in Münster-Hiltrup ist, weil da werde ich dann höchstwahrscheinlich auch hinfahren und ja, bin ich mal gespannt, ob die wirklich ist. Wie gesagt, hoffe jetzt erstmal, dieses Video hat euch soweit gefallen. Ich bin echt ein bisschen aus der Puste, weil die sind, wenn die so ein bisschen länger hoch sind, sind die doch wohl ein bisschen schwer. Aber egal. Hoffe erstmal wieder, das Video hat euch soweit gefallen und dann will ich wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.